Ich glaube, alle vier Mannschaften sind gleich stark. Monaco vielleicht die athletischste Mannschaft mit so vielen Waffen. DJ Cooper vielleicht der beste Point Guard in dem ganzen Wettbewerb. Internationale Stars auf jeder Position. Und nee, das ist eine Hausnummer. Die haben mit Chris Evans, Amara C., Kikanovic, viele, die in dieser Liga und auch in anderer Liga absolute Top-Spieler sind. Es ist vielleicht besser, dass wir nicht gegen eine Heimmannschaft das erste Spiel spielen mussten, aber es wird ein heißes Battle, weil beide Mannschaften sehr athletisch sind. Die sind ein bisschen größer, ein bisschen tiefer auf die Großpositionen, aber ja, es wird ein heißes Battle. Was wird entscheidend sein, damit es für einen Gewinn oder für einen Sieg klappt? Ja, wie immer, gute Verteidigung, dass sie keine einfachen Punkte kriegen. Die werfen den Ball in der Nähe des Korbs und die haben 5 oder 6 Leute, die Alley-Oops Slam dunken können. Und deswegen ist es sehr wichtig, gegen den gute Fullfeld-Verteidiger zu spielen.